Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die The Sun Sessions Box von The Baseballs. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. The Sun Sessions von The Baseballs, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das sechste Album der Band The Baseballs und wie wir hier unschwer auf dem Cover der Box lesen können, es ist die Limited 10th Anniversary Edition. Bedeutet, zum 10-jährigen Jubiläum der Band gibt es diese Box hier. Ja, die Box ist an sich von der Farbe her recht schlicht gehalten, in Schwarz und Weiß, wie wir sehen können. Die Größe, die ist dafür recht ansehnlich, also es ist so eine klassische Vinylbox. Rundum alles in Schwarz und auf der Unterseite ebenso. Hier haben wir noch die Beteiligten und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar und hier kommt uns auch schon als allererstes mal das Album auf Vinyl entgegen. Dann haben wir hier einen Bildband. The Sun Sessions Diary nennt sich das. Dann Postkarten. 1, 2, 3, 4 Stück. Und natürlich das Album an sich nochmal auf CD. Ja, das hat hier Platz gefunden in diesem Einbau hier. Die diversen Ebenen schön gemacht. Machen den Deckel wieder drauf. Mir die Box mal zur Seite. Gut, nachdem hier das Album sowohl in der Vinyl Edition als auch in der CD noch in Folie ist, werden wir das mal hier öffnen. Einmal die Vinyl. So, auf der Folie haben wir übrigens auch einen Sticker inklusive MP3 Download, lesen wir hier. Und dann haben wir auch noch die CD. Oh, ist die Frage, ja, oh ja, hier die Schweißnaht bietet sich wahrscheinlich an. Jawohl. Gut. So, wir starten immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Hier lesen wir auch wieder 10th Anniversary, The Very Best of the Baseballs, The Sun Sessions, Recorded at Sun Studio in Memphis, The Ultimate Collection, 11 Hits plus 4 New Songs, Pure Rock'n'Roll. Ja, die drei Herrschaften hier abgebildet. Das sieht auf jeden Fall so nach USA und USA Musik, USA Rock'n'Roll aus. The Baseballs, The Sun Sessions. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 16 Stück sind es geworden und ein Barcode ist mit dabei. So, dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Es ist ein Digipack. Wir haben, ja, denke ich mir noch, hier eine Stecktasche mit dem Booklet. So, was haben wir hier? Hier einmal so eine Widmung, so ein Intro. Liebe Fans, Supporter, Freunde. Also mehr oder weniger auch eine Danksagung. Hier steht es eben 10 Jahre The Baseballs. Dann hier auch nochmal auf Englisch, okay, nicht schlecht. Dann Sam, Basti, Digger. Okay, also diverse Leute natürlich, die hier geschrieben haben, also die Bandmitglieder in diesem Fall. Jawohl. Dann haben wir hier die Infos. Zum, wir sind auch wieder Danksagungen, wenn ich es richtig sehe. Ja, genau, thanks. Okay. Wo sind denn? Genau, das habe ich gesucht. Hier sind die Credits. Und hier die weiteren Credits und noch ein Foto. Gut, ich hätte jetzt ehrlich gesagt so mit Lyrics oder so gerechnet, aber dafür umso umfangreichere Danksagungen und Grüße. Weniger
Lyrics, dafür eben auch noch die Credits. So sieht das scheinbar dann aus, wenn die guten Herren hier aufnehmen. Dann die CD, passend zum Bandnamen The Baseballs, haben wir hier tatsächlich einen Baseball oder eine CD in Baseball-Optik. Auf der Rückseite in Beige. Und das Ganze, wie gesagt, im Digipack. Gut, damit nicht genug. Wir haben das Album dann auch noch hier in der Vinyl-Variante. Vom Cover her ident wie die CD. Das erspare ich euch jetzt nochmal alles vorzulesen. Hier auf der Seite auch. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Also wir haben hier die 16 Tracks auf A, B, C und D-Seite verteilt. Das hat man hier mit 4 Tracks pro Seite gelöst. Barcode und Beteiligte. Bedeutet, die Vinyl kann man natürlich auch so erwerben. Die gibt es nicht nur in der Box. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die hier auch noch den Download-Code beigelegt haben. Da es natürlich auch Leute gibt, die sich jetzt wirklich nur die Vinyl holen und nicht die ganze Box. So, hier drin haben wir den Download-Code. Und dann schauen wir mal die zweite Vinyl hier an. So. Also, es ist ein Gatefold zum Aufklappen. Hier weitere Schwarz-Weiß-Fotos der Band. So sieht das aus. Packen wir die Vinyl mal vorerst zur Seite. Und dann starten wir mit den Vinyls. So, das ist Vinyl Nummer 1. Die sieht so aus. Hier ein Foto, diesmal sogar in Farbe. Dann hier dieselben Danksagungen, die wir schon in der CD-Variante gesehen haben. Also einmal hier quasi die Band an sich. Und dann hier noch jedes der einzelnen Bandmitglieder. Alle drei hier nochmal einzeln. Und oben geht das Ganze dann auf. Und dann haben wir hier Vinyl Nummer 1, A-Seite, Vinyl Nummer 1, B-Seite. Also die Tracks natürlich hier in der Mitte nochmal aufgelistet. Packen wir zurück in die Hülle und kommen zu Vinyl Nummer 2. Die sieht so aus, auch hier wieder eine Papierhülle mit farbigen Fotos. Und dann haben wir hier auch noch die Credits zu den einzelnen Tracks. Beziehungsweise generell auch zum Album natürlich. Hier ebenfalls die Vinyl oben rauszunehmen. Das ist dann die C-Seite. Und zum Abschluss die D-Seite. Also wie gesagt, 16 Tracks auf diesen zwei Vinyls verteilt auf A, B, C und D-Seite. Und diese beiden schwarzen Vinyls kommen in diesen Papiertaschen, in diesen Papierhüllen, die hier nochmal farbig gestaltet wurden mit den Fotos. Gut, weiter geht's mit dem Album-Download-Code. So sieht das aus. Also ihr bekommt hier, wie man es kennt, so einen quadratischen Zettel. Hier in der Mitte haben wir dann einen Download-Code und mit diesem Code können wir dann auf der entsprechenden Website das Album in digitaler Version runterladen. Dann haben wir mit dabei Postkarten. 1, 2, 3, 4. Einmal die hier. Alle drei Herrschaften vor einer Wand scheinbar, dann hier vor seinem Häuschen, dann vor diesem Schaufenster hier, vor dieser Glasfront und dann noch hier einmal auf so einer Parkbank. Alle vier Postkarten hier in Schwarz-Weiß, drei davon im Querformat, eine im Hochformat und alle sind auch hier hinten so im Layout einer Postkarte gestaltet. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein, zumindest wenn man das hier liest, ein Diary. Also ein Diary ist ja ein Tagebuch. The Baseballs, The Sun Sessions Diary. Hier nochmal die Unterschriften. Also die wurden hier tatsächlich von den Künstlern, von den drei Bandmitgliedern unterschrieben, diese Bücher, mit silbernem Stift. Das ist nicht aufgedruckt, das ist original. So sieht das aus. Und dieses Buch gibt es wirklich nur exklusiv in der Box. Und wir haben es hier zu tun mit einem 64-seitigen Bildband. Also, hier gibt es auch nochmal diverse Fotos, sogar hier wieder in Farbe. Und hier kann man dann einfach sehen, wie das Ganze so entstanden ist. So ein bisschen hinter die Kulissen, wie die dort so ihren Alltag verbracht haben, beziehungsweise auch wie sie dann im Studio waren, was sie vielleicht so privat so getrieben haben. All das kann man hier dann nachsehen.
sehen. Also wirklich gar kein Text, es sind wirklich 64 Seiten voller Bilder. Und jetzt schauen wir mal kurz, ja, also ihr seht selbst, jede Menge Bilder, schwarz-weiß, aber natürlich auch in Farbe. Und das Ganze kommt in diesem Hardcover-Buch hier in quadratischer Form. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Fotobuch hier, 64 Seiten mit den drei Original-Unterschriften der Bandmitglieder. Dann haben wir die Postkarten, 4 Stück, alle in schwarz-weiß, 3 davon im Querformat und eine im Hochformat. Den Album-Download-Code für das Album in MP3-Version. Das Album auf CD, hier in diesem Digipack mit 16 Tracks. Und natürlich die Vinyl Edition mit den beiden Vinyls, ABC und D-Seite mit insgesamt 16 Tracks. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box, The Sun Sessions von The Baseballs. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr The Baseballs unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.